Ich habe ein Pet, einen Schatzgoblin. Hier ist der Ring. Beschwört einen Schatzgoblin, der Gegenstände normaler Qualität für euch aufsammelt. Nachdem er 12 Gegenstände aufgesammelt hat, lässt er einen seltenen Gegenstand oder möglicherweise einen legendären fallen. So richtig geil. Okay, das war's wieder mit einem kleinen Update. Ich bin momentan in im Silbernen Turm, im vierten Akt. Und ja, ich werde jetzt weiterspielen und dann den Akt 5 zeigen. Bis dann und tschüss. Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 of Souls. Ich bin jetzt mit der Zauberin hier fünften Akt und werde mit ihr den fünften Akt durchspielen zum Tempelritter wechseln. Ja, ich habe Diablo besiegt und das ist sehr easy und ja, jetzt bin ich direkt, nachdem ich das Spiel geendet habe und der Abspann gelaufen ist, hier in den fünften Akt geportet worden und ja, mal schauen, wie der fünfte Akt so ist. Ich hoffe, es laggt nicht, weil Flaps hat momentan hier anzeiglich wenig FPS. Keine Ahnung wieso. Ja, bisschen laggt schon, aber nur wenig. Die Nähfallen. Ja, die Nähfallen. Also der Nähfallen. Okay, es laggt ein wenig. Aber schon viel besser. Ups. Tyrael hat mich geschickt, euch zu finden. Maltael hat den schwarzen Seelenstein gestohlen. Ihr müsst mit mir kommen. Nein, das werde ich nicht. Dort unten sterben Menschen. Sie brauchen meine Hilfe. Aber ihr und Tyrael müsst zusammenarbeiten, um Maltael zu finden. Sagt Tyrael, dass ich ihn in Westmark treffen werde. Geht. Ich werde nicht versagen. Das schwöre ich. Okay, momentan leckt es ein bisschen komisch. Okay, Steam hat sich angemeldet oder eben nicht angemeldet und Path of Exile ein Patch runtergeladen. Frechheit. Aber jetzt sollte es gehen. Mal schauen. Ja, es geht wieder flüssig. Wow, toll. Dankeschön. Ah ja, der Schwierigkeitsgrad hochstellen. Das ist viel zu leicht. Weiß eigentlich wieso. Machen wir auf schwer, so normal. Man müsste schon fast bei Qual hochkommen mit der Zauberin, die ist so stark, vor allem von wegen dem Schwert. Kann ich euch mal kurz die Stats zeigen. Schwarz wäre. Und das ist richtig cool. Und den Ring habe ich noch gefunden. Ja, hier habe ich noch zwei Unix. Die würde ich jetzt mal identifizieren. Der Barbier ist es nicht ganz so gut, aber auch ein Amulett. Schauen wir mal das Amulett an. Wow, das ist besser. Und Feuerschatten machen 14% mehr Schaden, aber hat keine Boni. Aber trotzdem Auge von Aethrich, das ist ein sehr bekanntes Amulett von Diablo 2 und das wurde jetzt neu auferlegt in Diablo 3. Cool. Es sind sehr viele Units auch aus Diablo 2 dabei. Das freut mich sehr. So. Was sehen wir hier? Das Wolfstor. Schauen wir mal, was wir werden gibt. Alle sterben. Oh, sorry. Ja, gebe. Geh in Sicherheit. Sie wird uns alle umbringen. Was geschieht hier? Null. Immer fast zu leicht. Jetzt sah ich, wie der Wachsoldat von der Magie der Maid getroffen wurde. Seine Schreie erschollen, bis sein Fleisch sich in Luft aufgelöst hatte und seine Rüstung nur noch ein Skelett umschloss. Dann wirbelte blauer Nebel um seine Knochen und formte neues Fleisch. Als ich ihn endlich besiegte, explodierte die geisterhafte Körpermasse und es blieb nur ein Haufen Rüstungsteile zurück. Autsch. Na, wo seid ihr? Das Tor! Dieses Tor wird von einem Zauber versperrt, den ich nicht brechen kann.
Dieses Gemetzel muss aufhören. Ich muss einen Weg in die Stadt finden. Mhm. Naja, das habe ich schon gedacht, dass die aufstellen. Maltaels gefallene Engel haben den Tod nach Westmark getragen und die getöteten Verteidiger der Stadt in eine Armee von Seelenerntern verwandelt. Jetzt sind sie unsere Henker und durchforsten die Stadt nach Lebenden, um diese ihren Schwertern zu überantworten. Okay. Es leckt noch ein bisschen Zeug dafür. Aber eben Fraps. Kann nicht aufnehmen. Da ist ein Katapult. Hm, haben wir wahrscheinlich immer Krieg. Also gehen wir mal noch kurz in die andere Richtung. Gut gemacht, Klingenbarriere. Als Ausweitung des Willens. Knochenkälte. Okay, das war's. Hier kann man nichts weiter. Also machen wir mal die Truhe auf. Meine Taschen sind voll. Ja, toll. Ah, Mist. Diamant. Nehmen wir mal den Makellosen weg. Nehmen die wackeren Läufer mit. Ja, wegen einem Sockel nicht gerade. Gut. Diese Dunkelheit ist nicht natürlich. Ist Maltael dafür verantwortlich? Okay, hier kann man rein. Kanalisation. Schon wieder eine Kanalisation. Und die gleichen Gegner. Schade. Ja, hier kommen natürlich die wieder. Der Goblin hat gerade gekichert. Halt! Auf den Straßen ist es nicht sicher! Endlich mal ein Händler. Dann verkaufen wir mal den Schrott. Ja. Ist jetzt nichts Besonderes. Und die lassen wir. So. Du hast nur Schrott. Hm. Sonst haben wir hier niemanden. Okay. Reden mit mir. Reden wir mit Victor. Es ist das Ende der Welt. So viele wurden getötet und die Seelenernter sind überall. Aber gibt es Überlebende? General Thorion verteidigte eine Gruppe Flüchtlinge bei der alten Zakharum-Kathedrale. Doch wahrscheinlich sind sie alle bereits tot. Moment. Ihr seid die Zauberin, die die Bastion gerettet hat. Ihr werdet auch uns retten, nicht wahr? Natürlich. Das ist meine Aufgabe. Okay, jetzt können wir raus. Schauen wir mal. Oh je, hier sind so ein paar tot. Weiter! Ich glaube, wir sind sie los. Oh nein! Nein! Jeder, die das Blut der Dämonen in sich tragen, müssen sterben. Es ist auch ein Engel. Der verderbt wurde. Es waren nur unschuldige Leute. Die hat wieder Fehlbildungen im Kopf. Ja, ja, wie alle bösen Leute. So, mal schauen. Berührte mich und meine Sicht verdunkelte sich bis zur vollkommenen Finsternis. Diese wurde von einem blassen Licht abgelöst, das mich meiner Kraft beraubte.
nachzugeben schien der einfache Weg. Doch ich bemühte die letzten Reste meiner Willenskraft und kämpfte dagegen an. Wie eine Flut brachen die Farben wieder über mich herein. Der Schatten befand sich direkt vor mir und ich trieb meinen Speer durch ihn hindurch. Okay. Okay, ist nicht so gut. Die neuen Runen. Aber Knochenkälte schon gut. Dann später, wenn man auf Kälte geht. Weil Kälte vom meisten Schaden macht. Die Wiedergänger-Schildwachen waren einst die Beschützer von König Justinian dem IV. Selbst. Sie wurden aufgrund ihres Mutes und ihrer Waffenkünste ausgewählt und begleiteten ihn zu jeder Zeit. In ihren kunstvollen Rüstungen, der besten Handwerker Westmarks, boten sie einen imposanten Anblick. Doch am eindrucksvollsten waren ihre Schilde, die sie zielsicher zum Schutz ihres Königs einsetzten. Mhm. Fort mit dir! Damit habt ihr nicht gerechnet, oder? Okay, jetzt können wir hier reingehen. Hey, greif nicht immer so komisch an. Tschüss. So, jetzt sind wir hier. An einem großen... Was ist das? Innenhof der Kathedrale. Aha. Okay, schauen wir mal. Was ist hier unten? Da ist Tyrael, oder? Verteidigt die Kathedrale! Schlag diese elenden Kreaturen zurück! Nun, zeigt ihnen, wozu ihr fähig seid! Na, nicht so ein Giftvieh. Ja, sicher, jetzt kommen noch mehr. Okay, gut. Ja, da ist Tyrael. Warum ist Maltael so versessen darauf, diese Stadt zu zerstören? Er labt sich am Tod. Jedes Leben, das seine Seelenernter nehmen, macht ihn stärker. Jetzt, da das oberste Übel fort ist, hält Maltael den perfekten Zeitpunkt für gekommen, um den ewigen Konflikt zu beenden. Die Menschheit hat mit diesem Krieg doch nichts zu schaffen. Obwohl wir gleichermaßen von Engeln und Dämonen abstammen, ist Maltael so kurzsichtig, dass er nur unsere dämonischen Wurzeln sieht. Die Kathedrale! Alle Flüchtlinge befinden sich dort! Folgt mir! Wieso ist jetzt alles dunkel? Okay, hört sich nicht so gut an, wenn Maltael stärker wird. Da müssen wir schnell sein. Akarat, es ist noch schlimmer, als ich befürchtet habe. Was sind das für Dinger? Eine Todesmaid. Haltet sie auf. Nephalem, eure Seele wird mir berühren. Ja, sicher. Meine Seele, geht's noch? Die ist mein. Dann heißt sie auch meine Seele. Und schon down. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende unternehmen, um die Nephalem aufzuhalten, damit die Seelenernte nicht unterbrochen wird. Sie ist der Schlüssel zu Maltaels Sieg. Na sicher. Sagt mir einfach, wo ich Maltael finden kann, und ich werde dieses Blutbad beenden. Ich weiß nur, dass er sich nicht mehr in Westmark befindet. Er könnte den schwarzen Seelenstein überall hingebracht haben. Aber was hat er mit dem Stein vor? Gibt es irgendeinen Weg, das herauszufinden? Vielleicht. Als Maltael ihn stahl, brach ein Splitter ab. Vielleicht kann ich seine Pläne nachvollziehen, wenn ich den Splitter untersuche. Dann beginnt ihr am besten, es herauszufinden. Falls ihr mich braucht, ich rette derweil die Stadt. Easy. Aha, jetzt ist alles gut hier. Jetzt haben wir eine neue Basisstadt. Sein. Der ist auch wieder hier. Wenn es überhaupt der ist. Hydra ist wichtiger.
Ja, dachten wir auch nicht. Nö. Er hat noch Items. Aber die Unix sind einfach am stärksten. Ja. Oder die Legendaries. So, schauen wir mal. Müssen die lagern irgendwo. So, ja, der Ring haben wir ersetzt. Okay, da brauchen wir wahrscheinlich nichts mehr zu machen. Wonach steht euch der Sinn? Endlich mal etwas Schöneres als das Braun, das ich habe. Dann machen wir mal den Zoom an. Jo. Bisschen hell, aber das macht nichts. Zoom aus. So. Ja, also, dann gehen wir weiter. General Thorion, die Todesmaid in der Kathedrale benutzte arkane Magie, die mir fremd ist. Wisst ihr, was sie dort getrieben hat? Sie wollte dort eine Sphäre erschaffen, die die Lebenden in Maltails Todeskreaturen verwandelt. Eine einzige Sphäre kann jede Stunde hunderte Unschuldige transformieren. Meine Männer berichten, dass es zwei weitere in der Stadt gibt. Seelentigel. Mit zweien davon verfügt Maltael über eine schier unerschöpfliche Versorgung mit Soldaten. Nicht mehr lange. Wenn ich diese Seelentigel erst einmal vernichte, dann wird er sich nach seiner endlosen Armee umgucken. Jetzt leckt es gerade. Mist. Kurz nicht. Ja, so. Na, ist dem noch wenig FPS. Ach, Fraps. So. Nach Jahren des Flehens ließ sich der Angiris-Rat endlich darauf ein, mich mit der Suche nach Maltael zu beauftragen. Ich werde nicht versagen, denn die Anwesenheit meines Meisters in den hohen Himmeln wird dringend benötigt. Da ihm Maltaels wachsende Faszination mit den Menschen aufgefallen war, riet Tyrael mir, in Sanctuario mit der Suche zu beginnen. Okay, Mist, was ist jetzt los, Fraps? Muss ich das nächste Mal irgendwas machen, damit Fraps nicht zerleckt. Keine Ahnung, was ich noch so machen soll. Aber vielleicht geht's ja dann. Ah, das sind nur keine Champions. Das sind spektrale Gestalten. Ein jeder hat von den Exorzisten Westmarks gehört. Diesen Streitern gegen die dämonische Besessenheit. Gewöhnlicherweise erschienen sie im Dunkeln, gehüllt in Umhänge so schwarz wie die Nacht, die sie hervorgebracht hatte. Sie arbeiteten stets im Verborgenen, trieben dort ihren Patienten die Dämonen aus. Jetzt hat Maltael sie in seine Dienste gezwungen und sie streifen in ihrer unmenschlichen Form durch die Stadt, um jedem, dem sie begegnen, die Seele herauszureißen. Okay. Du da? Was machst du hier? Hier ist ein Eingang. Okay, ist einfach ein Haus. Und nichts drin. Okay, gehen wir weiter. Wie anders es hier vorher ausgesehen haben muss. Ja, schon wieder ein paar von diesen Todesmeiden. Nach Maltaels Verschwinden beauftragte der Angiris-Rat seinen treuesten Diener Ursael, ihn zu suchen und in den Himmel zurückzuführen. Er hat sich jetzt gerade verwandelt. Machte sich daraufhin auf den Weg, seinen abwesenden Meister zu finden.
Begleitet wurde er von einer Sekte, die aus Maltaels ergebensten Anhängerinnen bestand. Den Maiden. Aber sie kehrten nie zurück. Ich kann nicht rein. Aber hier. Erstmal kaputt machen. Also bis jetzt ist der Akt 5 stimmig, aber der hat nicht so die Qualität von einem vierten Akt oder einem dritten Akt. Dann gehen wir mal hier hoch kurz noch den Rest erkunden. Ist nicht viel hier, aber hier kann man rein. Dann gehen wir mal hier rein. Schmugglerlager. Die Angriffe werden heftiger. Bald werden sie die Überlebenden erreichen. Nein, die werden es schon nicht erreichen. Überraschungsangriff, hä? Da bin ich schon. Ich bin schnell in Reaktionen und töte euch.